Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Fail Civilization 5 auf Gottheit. Nachdem wir letztes Mal ja nach drei kurzen Folgen schon gemerkt haben, dass wir keine Chance mehr haben, das Spiel zu gewinnen, habe ich mir gedacht, fängst du nochmal neu an und habe mich auch wieder für China entschieden. Aber dieses Mal habe ich an euch gedacht, denn erstens, die ganzen DLCs, also die Downloadable Contents, sind ausgeschaltet und das Spiel ist gesichert und gespeichert und kann damit runtergeladen werden von euch und nachgespielt werden. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung oder in einem kleinen Pop-up, vielleicht hier oder hier, wer weiß. Genau. Das bedeutet, selbst falls ich es mit meinen beschränkten Fähigkeiten jetzt nicht schaffen sollte, das Spiel zu schlagen, habt ihr die Möglichkeit, das zu schlagen. Und falls ihr es schaffen solltet, schreibt mir doch oder schickt mir euer Safe Game, wenn ihr gewonnen habt. Und bekommt allen Respekt, den ihr dafür verdient und eine lobende Erwähnung beim nächsten Let's Play. Danke dafür. Dann haben mir ganz viele Zuschauer Tipps gegeben, wie man das Spiel denn gerade am Anfang besser machen kann. Diese Tipps werde ich jetzt befolgen, genau, und hoffe, dass es diesmal besser klappt. Ihr seht schon, ich habe hier, wie gesagt, die Diplomatie, Menü, Spiel, Speichern, ich zeige es euch gerade, wo ist es denn? Let's Play Gottheit muss es heißen. Wo ist es? LP Gottheit, genau. Das sind wir. China, Pangea und Kartengröße winzig. Ich habe mich für winzig entschieden. Ich habe mir gedacht, ein Schritt nach dem anderen. Klein war mir dann doch zu groß. Und so haben wir nur drei Computergegner, die wir schlagen müssen. Und ja, hoffen wir mal, dass es klappt. Schwierigkeitsgrad Gottheit, Spielgeschwindigkeit Standard. Mehr Speicher nochmal. Damit ihr auch wirklich seht, dass dies hier das Spiel ist, um das es sich handelt. Wir haben sonst noch nichts gemacht. Runde 0. Wir und drei andere unbekannte Spieler. Sehr gut. Ich habe die Map schon angespielt gerade, deswegen beginnen wir auch hier schon in der Map und nicht beim Auswahlbildschirm. Aber dann ist mir aufgefallen, ich war praktisch schon fertig mit der Folge, dass ich den Sound nicht aufgenommen habe. Tja, auch nach bald über einem Jahr mache ich immer noch Anfängerfehler. Nun gut, die erste Änderung, die wir machen zu sonst, ist auf den Hügel gehen, um die Stadt zu gründen. Denn der Hügel bringt nicht nur zwei Produktionen, der Hügel bringt auch eben ein Verteidigungsboni später im Spiel. Die Ruinen. Ach ja, genau. Ich müsste jetzt eigentlich auf diesen Ruinen sehen. Haha. Nee, ich werde es jetzt genauso spielen wie die ersten Runden vorher. Und baue ein Monument zuerst, anstatt dem Speer. Denn die Kultur ist am Anfang doch so wichtig, gerade weil die ersten Sozialpolitiken relativ günstig sind und uns dann jede Menge Arbeit ersparen können. Dann, probieren wir jetzt mal mit der Tierzucht. Denn ich möchte gerne relativ früh Pferde haben. Pferde sind nötig, um Reiter zu bauen, ganz klar. Wir haben die Tierzucht entdeckt. Ah ja, sehr gut. Dann können wir ja schon die nächste Forschung wählen. Und zwar den Kalender, denn den brauchen wir, um hier die Gewürze zu bekommen. Und wir haben im Norden Pferde entdeckt. Wunderbar, damit können wir Reiter bauen, die schnell einsatzfähig sind und uns helfen, gegen aggressive Computergegner uns zu verteidigen. So, dann sind wir in Mailand. Haben wir getroffen, das müsste 30 Gold geben. Genau, noch was wir anders machen werden als sonst. Ach, geh doch hier durch. Ist dem Bauarbeiter nicht zu bauen, sondern zu kaufen mit unserem Geld. Genau. Dann schleichen wir uns hier einfach vorbei. Geht aber nicht. Wir müssen hier eine Runde auf dem offenen Feld verbringen. Dafür werden wir mit einer Ruine belohnt. Sehr gut. Der Speer ist das nächste. Wir finden eine grob gezeichnete Karte der Umgebung und sehen, dass wir nichts sehen. Ja, war auch abzusehen. Haha, dreimal sehen in einem Satz. Kennt ihr die Gedichtinterpretation oder Lektüren und so weiter und so fort? Wenn es dann heißt, ja, um was fällt euch auf thematisch? Ja, viele Worte haben was mit Sehen zu tun. Da denke ich mir immer, ist das gewollt oder aber einfach nur schlecht vom Autor? Naja, wir nehmen die Unabhängigkeit.
Die bringt Kultur. Am Anfang versuchen wir so viel Kultur zu boosten, wie geht. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, was zu bauen. Ein Krieger. Wir werden auf jeden Fall Krieger brauchen, um uns gegen diese Barbaren zu erwehren. Denn wir wissen ja alle, die sind sehr aggressiv am Anfang und geben uns nur ein paar Runden Zeit, bevor sie dann zuschlagen. So. Ah ja, ich kann mich ja zweimal bewegen, weil ich dafür ausgebildet wurde. Aha. Dann zack. Ob ich da hochgehe oder hier rüber, ist egal. Drei Ruinen. Okay, hoffen wir mal, dass wir die als erste bekommen. Nehmen wir erst da die. Sehr gut. Mir mit Waffen ausgerüstet. Sehr gut. Wir finden Überlebende. Auch gut. Wir finden alles gut heute. Wir sind Hongkong begegnet und bekommen dafür hoffentlich Gold. Die Hunnen schreien uns an. Naja, schnell den hier noch mitnehmen. Und da sind die Hunnen. Das reicht mir eigentlich schon alles. Und damit gehst du zurück zur Hauptstadt. Denn, so wie ich euch kenne, werdet ihr angegriffen. Wo gehst du denn hin? Naja. Schön hier weiter erforschen. Da wirst du keine neue Felder aufmachen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir den Bautrupp? Ja. Oder aber gehen wir über Republik zu Siedler. Das heißt, hier erstmal den Bautrupp bauen. Ja. Genau. Ne, den kaufen wir ja. Stimmt. Ja, dann sparen wir uns das alles. Wobei der Bautrupp jetzt schon nicht verkehrt wäre. Ich hätte gerne Gold. Finde mir eine Ruine mit Gold. Ach, jetzt sind die Russen auch da und schnappen uns. Ach, hier oben sind ja die Russen. Ah ja, okay. Peking. Siedler, Bautrupp, nein. Speer auch nicht. Krieger haben wir gerade fertig gebaut. Dann bau uns einen Schrein. Mit dem Glauben müssten wir eigentlich alles bekommen, was wir haben wollen. Okay, da wir noch nicht in der Lage sind, Bauarbeiter zu bauen, würde ich sagen, komm doch erstmal zur Schrift. Obwohl, warte. Nee, wir können die Steinwerke schon, die Plantagen schon errichten. Sehr gut. Dann mach gleich den Papiermacher klar. Nee, wir brauchen einen Bergbau, um hier den Wald abzuholzen, um an die Gewürze zu kommen. Ja. Aber wir haben ja noch gar keine Bauarbeiter. Naja, egal. Ein Naturwunder entdeckt. Sehr schön. Nächste Runde. Botschaft annehmen. Ja. Wir brauchen 310 Gold für den Bauarbeiter. Schauen wir mal, wie schnell wir die zusammenbekommen. Vielleicht ist ja unten ja noch irgendwie was Gold bringen könnte. Wäre cool, wenn wir das Eldorado entdecken würden. Das bringt nämlich auf einen Schlag 500 Gold. Warum ist hier... Ah, da haben die Barbaren wahrscheinlich schon zugeschlagen. Und hier geplündert. Völker, die am meisten lachen. Attila hat schon 18 Zufriedenheit. Und wir 4. Hier oben ist noch ein Stadtstaat, den wir entdecken, bevor wir dann wieder dazu übergehen, hier zu verteidigen. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, gehst du hier rüber, tust dich mit diesem Krieger zusammen, der hoffentlich diesen Befehl noch annimmt, ja. Und kümmerst dich um diese Barbaren. Dann haben wir hier Zürich entdeckt. Sind schon bei 225 Gold. Vielleicht gibt es hier oben ja noch einen Stadtstaat. Stadtstaaten kommen nämlich meistens in Paaren. Und von daher müsste es da oben noch einen geben. Peking kann schon wieder was bauen. Wie wäre es mit noch einem Krieger oder einem Kornspeicher? Wobei der Kornspeicher nicht wirklich viel bringt. Stonehenge ist viel zu wagemutig, dass wir den bauen. Von daher will ich doch vorschlagen, dass wir mal schauen. In 6 Runden bekommen wir einen Siedler und können demnach in 6 Runden einen Siedler bauen. Den Bauarbeiter kaufen wir uns, wobei es jetzt nichts bringt, noch viel länger auf den Bauarbeiter zu warten. Welche Größe habt ihr denn? 4, das passt doch schon mal. Wenn wir in Nahrungsfokus gehen, geht das nicht schneller. Wenn wir... Doch, dann würde ich sagen, bau den Kornspeicher, nimm das Wachstum mit, du wirst es brauchen. Jetzt können wir die Schrift entdecken, um einen Papiermacher zu bekommen. Hätten wir das früher gemacht, hätten wir da viel eleganter jetzt bauen können. Wir warten hier noch ab. Statt einem Stadtstaat entdecken wir Barbaren.
Warten hier auch noch ab. Scheint nicht nach Stadtstadt auszuschauen. Okay. Rüber mit euch. Uiuiui. Ich hoffe mal, dass diese Armee nicht zu uns will, sondern auch zu den Barbaren. Okay. So wie ich mein Glück kenne, werden wir bestimmt angreifen. Geh hier rüber und greif vom Dschungel aus an. War da unten? Ah ne, war er nicht. Okay. Hier oben scheint es nichts mehr zu geben. Wir gehen trotzdem nochmal eins rüber oder hier hoch, um das hier alles schön zu machen. Ja, greif vom Dschungel aus an. Eins hoch, eins runter, eins rüber. Jetzt ist die Frage, warten wir ab, wir warten eine Runde ab und schauen, ob die Russen schon angreifen. Und dann schnappen wir uns die Barbaren praktisch vor der Nase. Wobei, wenn das so weitergeht, haben sie selbst die Barbaren. Ah, oh ja. Hier unten ist zwar einer gespawnt, aber das kann uns egal sein, denn wir schnappen uns einfach das Barbarenlager und gehen mit denen ja eins hoch. Und haben damit wieder Gold bekommen. Einführen die Republik. Und damit haben wir einen Siedler bekommen und können dann nächste Runde Siedler bauen. Wir haben hier das Problem, dass ein Barbar in der Nähe ist. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Andererseits haben wir das Glück, mit dem Siedler hier rüber zu können und dort eine Stadt zu gründen. Nächste Runde. Ist auch schön, dass er wieder die aufweicht und wir vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mitnehmen können. Uiuiui, das ist ja eine Armee. Sag mal. Aber kein Siedler in der Nähe. Das bedeutet, wir stehen da ganz gut, glaube ich. Peking kann wieder einen Gegner angreifen. Das machen sie auch. Du kannst hier... Hoppla. Oh Gott, du bist so blöd. Ah. Wenn ich sage, geh dahin, dann heißt das nicht, geh da runter. Du kannst dich nicht mehr bewegen, ne? Okay, aber du eilst zur Hilfe. Und du kannst hier nichts machen, außer warten, bis die Ägypter weg sind. Ja, dann bau doch jetzt gleich noch einen Siedler. Ne, dann baust du erst einen Papiermacher. Wir sind im Produktionsfokus, ja. Erst einen Papiermacher und dann einen Siedler. Da haben wir jetzt den Bonus für. Dann hätte ich gerne die Reiterei, denn die bringt Stallungen. Das heißt, nee, erst Fallen stellen, dann Bogenschießen, dann das Rad, dann die Reiterei, denn die Fallen stellen brauchen wir für die Trüffel hier unten. Genau, und auch für das Elfenbein. Ja, wunderbar. Nächste Runde, hier haben wir soweit alles entdeckt, das bedeutet, wir gehen weiter darüber. Schön durch den Dschungel. Hier sind wir tatsächlich von den Barbaren ausgetrickst worden, aber behalten hoffentlich die Oberhand und haben unseren Siedler zurückgeschnappt. Nächste Runde. Damit haben wir aber auch eine Fortbewegungsrunde verloren. Naja, was soll's. Zack und zack. Oh, jetzt besetzen sie meine zukünftige Stadt. Kann man das überhaupt, eine zukünftige Stadt besetzen? Sie besetzen das schon bevor überhaupt die Stadt gegründet ist. Ah, jetzt ist frei. Sehr gut. Und da werden wir auch bleiben. Fortify. Und, upsala, da sind Barbaren, die habe ich übersehen. Und dann gehen wir zurück nach Peking, um sowas wie eben zu vermeiden. Wenn wir denn dann hoffentlich bald einen Bauarbeiter bekommen. Stadt grün. Aber ich wüsste nicht wie. Wir müssen da irgendwas machen. Wir haben noch keine Luxusgüter. Können wir von Attila nicht irgendwie, wenn wir die Botschaft annehmen? Ja. Jetzt haben wir 25 gezahlt. Oh, Mann. Ah. Okay, egal. Bau ein Monument. Mann, anstatt 25... Jetzt sind wir dem Ziel noch weiter weg. Sie wollen, dass ihr die Zivilisation Russland denunziert. Das ist keine gute Idee. Ach, ich brauche eigentlich nur noch zwei Stadtstaaten zu entdecken. Und dann haben wir schon wieder genügend Geld eigentlich. Hoffen wir mal, dass das relativ flott geht. Du bleibst in Peking. Valletta, Hongkong hier unten. Attilas Hof hier drüben. Naja, jetzt sind wir wenigstens, wo Attilas Hof ist. Wir sind Genf begegnet und hätten jetzt auch das Geld eigentlich zusammen, wenn wir nicht da
Da drüben ist eine Grenze von irgendwem, da kommen wir nicht vorbei. Fallenstellen, sehr gut. Aber wir sind jetzt erst den Ägyptern begegnet. Okay, jetzt haben wir wenigstens alle Gegner zusammen und sehen, dass wir ganz weit hinten sind. Eingedrungenes Gebiet von Genf. Sind hier oben noch weitere? Nee. Ja, bringt ja nichts. Selbst wenn wir den Bautrupp jetzt kaufen, müssen wir den jetzt bauen. Hurra, wir können ein Pantheon gründen. Und zwar entscheiden wir uns hier für was? Da gibt es doch diese eine Glaubensding, das uns bei Stallungen, oder wie es auch immer heißt, Produktion, Fischerboote, Handelsweg, Weinräucherwerk, Lager. Sind das, ja, Göttin der Jagd, plus eins Nahrung. Schade, da hätte ich mir mehr von erhofft. Zufriedenheit von großen Städten, Gold, Silber, an Flüssen? Nee. Kultur von Dschungelgeländefeldern? Ja, Kultur? Das andere ist Glauben. Wenn wir hier in der Wüste bauen, dann bekommen wir viel Glauben, aber die Stadt wird nicht so groß. Religiöse Siedlung. Plus 15% schnellere Grenzausdehnung. Na, das ist auch nicht so. Glauben von Naturwundern. Kultur von Schreien, das ist natürlich so ein Allzweckding, da kann man nichts mit falsch machen. Plus 30 Trefferpunkte Heilung pro Runde, wenn freundlich gesinnte Städte angrenzen. Ich glaube, das nehme ich, denn wir werden ja bestimmt angegriffen werden und dann heilen wir... Oh oh. Dann heilen wir schneller als sonst. Geh mir auf den Angeschlagenen hier. Schnappen uns diesen Krieger. Gehen rüber. Kaufen uns gleich noch einen Krieger. Vergiss den Bauarbeiter. Nächste Runde. Yep. Greif ihn an. Geh hier hin. Greif den... toll. Den Barbar an. Hier oben gibt es nichts. Jetzt ist... Wir hauen trotzdem weiter auf ihn ein. Er ist im Sumpf, oder? Das ist kein Sumpf. Das ist ein Sumpf. Schade. Er ist fortified. Dann greif ihn trotzdem an. Nächste Runde. Jetzt hätte ich doch gerne die Ehre gehabt statt der Unabhängigkeit. Gott, Peking ist schon... am Abnippeln. Ei. Schon die Hälfte der Energie verloren. Können wir Stadtmauern kaufen? Ach, die brauchen wir doch nicht. So, zack. Dann greifst du den hier an. Der ist nämlich verwundbar, so das aussieht. Shanghai macht hier nochmal einen Barbara. Wir haben nicht genügend Geld, um noch irgendwie andere Einheiten zu kaufen. Du kannst aber ihn angreifen und du ihn. Und damit hoffentlich das Gröbste verhindern. Kann sein, dass wir jetzt gleich schon wieder verloren haben. Falls wir verlieren, fangen wir einfach nochmal auf derselben Map an. Die gefällt mir eigentlich. Also, sie greifen wenigstens nicht mehr Peking an. Das ist sehr gut. Ja, aber allein mit einer Fernkampfwaffeneinheit schaffen sie es schon, unsere zwei, drei Krieger zu zerstören. Und haben trotzdem noch genügend Armee übrig, um Peking anzugreifen. Und es wird nicht weniger, da kommen noch mehr nach. Okay, Sofortheilung. Zack. Nee, greif an. Wir können die nicht, obwohl sie im Roten sind, nicht zerstören. Das ist traurig. Das Monument hat sich... ich glaube, wir können Peking nicht halten. Wir können offenes Geländefeld nehmen. Ja, aber wenn wir nicht angreifen, bringt das alles nichts. Okay. Ja, aber jetzt sind sie so geschwächt, da dürften sie ja eigentlich nicht in der Lage sein, die Stadt einzunehmen.
Wir haben endlich unsere nächste Hauptstadt Stadtstaat entdeckt. Unseren nächsten Stadtstaat. Selbst wenn wir jetzt verlieren sollten, ach, er hat die Sofortheilung genommen. Oh, der Arsch. Schaffen wir es? Ja, wir haben es überlebt. Und müssen es nur noch gegen 10 weitere Einheiten verteidigen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt Peking verlieren sollten, was ja so, wonach es ja aussieht, fangen wir einfach nochmal neu an auf derselben Map und laden das Spiel neu für die nächste Folge, würde ich sagen, ja. Das ist natürlich sehr unglücklich gewesen, dass die Russen uns den Krieg erklärt haben, aber andererseits, gegen wen sollen sie denn sonst Krieg erklären? Das liegt bestimmt daran, dass wir da uns schon hier Shanghai gegründet haben und sie uns als Bedrohung wahrnahmen. Ja. Nun gut, es ist ein Let's Fail und von daher, ne? War es mir eine Ehre, euch heute begrüßen zu dürfen. Ich werde das Safe Game von der Runde 0 hochladen und wünsche euch mehr Glück als mir dabei. Und wir treffen uns morgen wieder, um diese Map hier nochmal zu spielen. Bis dann. Ciao.